Heute kommen wir zu der 10 Gigabyte XGC100C von Asus Netzwerkkarte. Hallo und herzlich willkommen und schön, dass ihr auf meinem Technikkanal eingecheckt habt. Wie ihr seht, habe ich das Ding schon in der Hand. Hier habe ich aus dem Warehouse, kostet sonst glaube ich um die 90 bis 100 Euro, je nach Anbieter. Die war etwas günstiger mit 72 und ein paar zerquetschte. Und die möchte ich heute mal mit euch ausprobieren. Da wir jetzt umgerüstet haben auf 10G und 2,5 GB Liga, Netzwerk, also komplett die ganzen Switches und alles umgestellt haben, ist es natürlich schön, wenn man die 10G auch gleich im Rechner hat. Der hat sowieso schon 2,5, aber ja, einfach mal auszuprobieren, funktioniert das oder nicht. Und wenn ich dann damit nicht glücklich bin und ich die volle Leistung erreicht, dann muss ich mir wohl doch eine Intel kaufen. Hier ist ein ganz komischer Chipsatz verbaut, unaussprechlich. Wenn man sich dann bei Marvel die Chipsatztreiber runterlädt, dann wird sie als Marvel gerechnet, wie auch immer. Und die würde ich heute gerne mal mit euch ausprobieren. Ich baue sie kurz ein und dann machen wir mal einen Test zum NAS, der eine Synology 10G Netzwerkkarte schon bereits intus hat. Ja, und zu diesem Video würde ich euch herzlich einladen. Ich hoffe, ihr habt Lust und Bock, weil jetzt geht es nämlich mal langsam ab mit unserer Netzwerkreihe. Und damit fangen wir bei den großen Sachen an. Die kleinen haben wir ja schon. Und jetzt geht's ab zum Netzwerkkarten 10GB. Check, viel Spaß beim Video. An so einer Netzwerkkarte gibt es ja immer nicht viel zu sehen. Außerdem ist das Warehouse, also wir haben hier ein kurzes Slotblech, um das mal zu zeigen. Da fehlt die deutsche, irgendwie so Certificato to die Garantitia Memberwit. Da gibt es bestimmt was umsonst. Na, ist auch eine kurze Setup-Anleitung, die habe ich auch irgendwo gesehen oder jetzt verbummelt, weiß ich nicht. Ist auch nicht so wichtig. CD ist bei, Support CD. Muss man natürlich ein Laufwerk haben. Na? Und wir packen das Ding mal aus. Ist viel wichtiger. Wir wollen ja sehen, was das Ding kann. Also, möglichst nicht auf die Kontakte packen. Erstmal fetter Kühler von Asus drauf, in Rot. Dann haben wir unseren RJ45 Anschluss, hier Speed. Link Act. Tja, und rein damit, ne? Würde ich sagen. Ab zum, wir bauen die kurz ein. Ich zeige euch das nochmal, weil das hier ein bisschen schwieriger ist. Ich stecke die jetzt rein, mache die fest und dann halte ich da kurz mal die Kamera drauf. So sieht das Ding dann im eingebauten Zustand aus. Na, ich habe ja nicht so viel PCI Express Steckplätze, davon habe ich nur drei und der ist jetzt der Mittel, müsste auf dem X4 oder X8 sein. Okay, ich mache das jetzt zu, weil ja noch mein Grafikkartenhalter da ist, ne? Meine bisschen RGB. Und dann machen wir uns dann zum, sehen wir uns dann gleich zum Speedcheck im Netzwerk. Wie sieht es aus im Gerätemanager? Müssen wir noch was nachinstallieren? Sieht gut aus. Ich mache heute das mal groß. Also der Netzwerkadapter, hier steht der Asus XG10. So, hier steht er also, der Asus, das Netzwerkadapter XG-10100C 10G PCI Express. Was sagen die Treiber? Da ist ein Marvel dran. Okay. Weil es gab unterschiedliche Meinungen mit unterschiedlichen Chipsätzen. Aber hier ist ein Marvel drin. Marvel ist ja bekannt. Und wenn man das schon seit bin, dieser Computer kann den Ruhestand aktivieren. Energie macht er nicht. Ressourcen. So, dann geben wir ihm noch ein bisschen Dampf hier. Erweitert. Da solltet ihr drauf achten. Jump Packet ist immer gut. Und das muss man hier auf 9014 Bytes stellen. Das ist immer ganz gut. Wir können hier auch noch VLAN aktivieren und. Was sagt unsere IP
es ist aus. Okay, dann haben wir noch Ereignisse, Ressourcen, Treiber, Details. So. Das sieht gut aus. Hat das jetzt gemacht. Wie gesagt, wichtig ist nur ein YAML-Paket-Sorge. Geht da kurz mal aus, wenn ihr jetzt im Netz seid, geht er dann nochmal weg. Okay, dann ist erstmal das und dann schauen wir mal, wie die Internetverbindung ist. Ich trenne das kurz mal. So, das sind schon mal die ersten 1100. Das ist nun mal tagesabhängig. 16 Bit, also mein Ping ist um von 18 auf 16 runtergegangen. Zweite Test. Schauen wir mal. Ist allerdings aber auch, muss man ehrlich sagen, serverabhängig. Ja, die Intel-Karten sind immer ein bisschen zickiger. Aber man kann mit leben. Wir wollen ja das Netzwerk beschleunigen. Mit 50 ist auch gut. Wir wechseln nochmal den Server. Server wechseln. Das. Morgens habe ich sogar fast 1100. Da sieht da schon mal diesen Unterschied, was das abgibt. Das ist ein Spitzenwert, da kann man sich nicht beschweren. Und hier kriegen wir dann unseren vollen Upload wieder. So, wir schreiben, ich lösche das jetzt mal, dass der NAS-Daten, hier den anderen Fall löschen wir mal. So. Auf dem NAS sind HDDs drauf. Das darf man jetzt hier nicht vergessen. Da ist eine Limitierung drin. Das ist eine SSD und wir kopieren jetzt einfach mal hier rüber. Ich würde sagen, Hammer, ne? Löschen das Ganze wieder. Kopieren gegen wieder auf den NAS. Hier geht dann die HDD echt in den Keller. Da brauchen wir uns gar nicht drüber, ne? Amüsieren. Beim Schreiben, beziehungsweise rüber kopieren. So. Ich mache den wieder weg, das machen wir nochmal. Auf die SSD volles Matt. Was will man da noch mehr? So, wir versuchen das Ganze nochmal vom NAS mit 20 GB. Fast immer noch, geht sogar noch hoch. Schon schnell. Könnte noch schneller sein. Gegenprobe. Ich habe eigentlich auch gedacht, dass die HDs das limitieren, aber vielleicht, vielleicht nicht. So, Gegenprobe zurück. Also mal auf dem NAS das löschen, damit wir dann auch hier. So, und jetzt kopieren wir das nochmal hier wieder hin. Und da haben wir dann wieder die volle Leistung. Geht auch mal in den Keller. 20 GB ist schon viel. Da geht er dann doch mal runter. Ja, was soll man da alles von halten? Okay, wir sehen es. Und dann hören wir uns dann mal zum Schluss. Ich werde da jetzt noch so ein bisschen meine Erfahrungen sammeln. Also so ganz glücklich bin ich mit der Asus-Karte wirklich nicht. Rig on LAN fällt flach bei dem Teil, kann das Teil nicht, was ich so rausgefunden habe. Brauche ich jetzt aber auch nicht. Aber was mich so störend finde, entweder ist das Schlupfloch oder die Ausbremse der NAS, die HD-Platten. Da kann man aber keine SATA verbauen, das kann man nicht bezahlen.
Also, dass das so irgendwie das Nadelöhr ist, wie man so schön sagt, wo nicht so viel durchgeht. Oder die Karte selbst ist nicht so schön vom Chipsatz her. Das werde ich jetzt aber für die Zukunft nochmal ausprobieren mit einer Intel-Karte. Behalte ich sie? Jein. Aber da wir noch zwei Maschinen haben, die wir noch umbauen könnten, das wäre das von meinem Sohn. Der kann gerne nochmal eine 2,5 vertragen. Und die 2,5, die bei meiner Frau drin ist, ja, die würde ich dann tauschen gegen die 10G. Na, weil irgendwann wird sie dann auch mal mit dem 10G angebunden. Vielleicht kaufe ich mir nochmal einen 10G-Switch. Das muss man dann abwarten, ob man das macht. Vielleicht drüben wäre noch einer fällig, dann nehmen wir. Aber zur Leistung. Also, ich habe es gestern zum Beispiel erlebt, dass sie kurz zusammengebrochen ist. Und dann hat sie wieder voll kopiert. Aber die Ergebnisse haben wir ja selbst gesehen. Wir kommen nicht auf, bei größeren Dateien, Maximum ist dann, glaube ich, 400, 500, mal geht sie dann wieder runter. Also wenn man dann so 110, ich habe rüber kopiert, ich habe auch mittlerweile mal ein Terra rüber kopiert. Gestern ist es, wie gesagt, passiert, dass man dann mit einmal nur 112 gehabt, dann habe ich abgebrochen und dann hat es wieder funktioniert. Also bedingt verkaufsfähig. Naja, also sie ist schon nicht schlecht, aber so 3 bis 4. Also ich packe euch die trotzdem in die Videobeschreibung, weil es ist eine günstige Karte. Vielleicht mag es auf einem anderen System besser laufen, das kann ich nicht beurteilen. Weil Netzwerk läuft hier eigentlich recht gut, es ist alles gut eingestellt. Davon haben meine Wenigkeit und Gamescrack gerne nur ein bisschen Plan davon, sollte man haben als Techniker oder als IT-Techniker. Ja, ich packe euch die trotzdem in die Videobeschreibung. Wenn ihr die irgendwo günstig schießen könnt, ab und zu gibt es die im Warehouse bei Amazon, dann könnt ihr euch die kaufen und dann könnt ihr zumindest habt ihr dann die Ausrüstung 2,5G, weil 10G wird für den normalen Endverbraucher doch ein bisschen teuer sein. Ne? Also das lohnt sich dann eher auf einer Firma, wenn man jetzt viel Daten transferiert oder wie wir Backups machen muss nach Datengrundschutzverordnung und. Ich packe euch die in die Kiste, beziehungsweise in die Videobeschreibung, wem es interessiert. Wäre schön, wenn ihr diesen Link nutzt. Also wie gesagt, 3 bis 4 kann man geben. Na, ist noch nicht das Optimum, aber da muss man auch mehr Geld ausgeben. Den Link zum Treiber packe ich euch natürlich auch rein. Dann habt ihr den aktuellen Treiber, bloß nicht den Windows-Treiber benutzen. Ist nicht so schön, meine Erfahrung. Es ist, wie gesagt, durch den neuen Treiber etwas besser geworden, aber ganz glücklich bin ich halt noch nicht. Das ist meine ehrliche Meinung. Muss man ja auch sagen. Aber man kann sie nutzen. Wie gesagt, wäre schön, wenn ihr diesen Link benutzt. Damit supportet ihr den Kanal. Da schon mal danke. Ihr könnt natürlich auch versuchen, oder jedem ist es selbst überlassen, das Ding woanders zu kaufen. Ich kann mich an dieser Stelle schon mal bedanken fürs Zuschauen. An die Abonnenten bitte nicht die Glocke vergessen, damit ihr auch kein Video verpasst. Immer schön einschalten. Und wem es gefallen hat, natürlich Abo dalassen und Daumen hoch. Darüber freue ich mich. Ja, das nächste Video ist natürlich auch am Start. Und es geht fröhlich weiter hier, wie gehabt. Und ja, ich kann euch nur noch eine schöne Woche, schönes Wochenende wünschen und bleibt gesund. Bis zum nächsten Check hier auf dem Kanal. Macht's gut, bye bye.